Hallo zusammen, seid willkommen zurück bei Surviving the Aftermath. Viel können wir jetzt gar nicht mehr machen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles gebaut, was wir bauen können, außer Strom. Und Strom, wo wir beim Thema Strom sind, fällt mir nämlich gerade ein, wir brauchen Wasser. Ja, und zwar, wir werden jetzt immer mehr Leute und haben das Wasser komplett vernachlässigt. Das heißt, wir schauen mal eben. Wir haben jetzt drei normale Brunnen und würde ich sagen, zwei können wir noch setzen. Einen auf der rechten, einen auf der linken Seite. Ja, schauen wir mal jetzt hier. Effizienz der Arbeitszone. Hier wäre es 100%. So, 100%. Perfekt. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich noch einen zweiten. So, ich will mal eben schauen, hier überschneiden die sich. Hier haben wir eine Effizienz. Die können wir schon mal gar nicht bauen. Wenn wir jetzt hier oben, wartet mal. Hier können wir keinen bauen. Das heißt, hier oben, das können wir ruhig in Anspruch nehmen alles. Hier haben wir 83%. Ich weiß jetzt nicht, ob die Effizienz sinkt, wenn wir weitere Gebäude drauf bauen. Hier drüben war irgendwo 100 hier. 100%. So, lasst uns da hinbauen. Und wenn wir schon dabei sind, Wasserspeicher. Die sind auch sehr wichtig. Denn wenn wieder eine Dürre kommt und wir sind so viele Leute, geht das Trinkwasser natürlich richtig schnell zur Neige. So, die tun wir auch etwas verteilen. Dass die, naja, bei einem Brand, bei einem Sturm etc. nicht alle einmal kaputt gehen können. So, hier unten bei den Feldern. Bauen wir noch einen hin. Damit haben wir jetzt 5 Stück. Und dann tun wir noch alles an eine Schotterstraße erstmal anschließen. So. Hier war der erste Brunnen. Und die Wassertanks, die standen, glaube ich, schon recht gut straßennah. Ja, das können wir so lassen. Gut, dann machen wir uns mal auf die Weltkarte. Wir brauchen Forschungspunkte. Und da gab es noch welche. Und zwar hier. Hier hat man unsere Schlägerei gestoppt. Die werden wir jetzt fortführen. Kleiner Sieg. Das genügt mir. Was ist jetzt? Okay. Steht noch unentschieden. Wie geht's weiter? Ja, ja, er hat jetzt Fasern und Kisten. Unterhaltung und Fasern, genau, im Gepäck. Dann soll er die erstmal zurück in unsere Stadt bringen. So, wen haben wir noch? Sie haben wir noch. Sie hat er erkundet. Hat nichts im Gepäck. Hier gab es die ja, Strahlentabletten. Waren das. Hier gibt es eine kleine Niederlage. Okay, okay. Wo gehen wir da jetzt hin? Weiter erkunden erstmal. Wenn das geht. Diese Runde oder nicht? Hier, oh. Wollten wir mit ihm auch angreifen? Hier gibt es einen großen Sieg. Und jetzt würde ich mal eben schauen, was gibt es hier zu holen? Banditenunterschlupf. Das wissen wir nicht, was es hier gibt.
Und es gibt Medikamente. 35 Stück. Ah, das ist doch super. Also die kann man wirklich richtig gut gebrauchen. So, er hat keine Bewegungspunkte. Dann sind wir hier durch. Gut, wir können jetzt noch Elektronik bauen. Wir brauchen dafür Komponenten. Und wir gehen erstmal in die Forschungsabteilung. Da hatte ich mich jetzt nochmal durchgeklickt, geschaut, was ich jetzt machen würde, was ich erstmal nicht machen würde. Erkundung würde ich jetzt erstmal nicht weitermachen. Hier haben wir noch Katastrophenprognose. Das heißt, wir können hier ein Radar bauen, was uns einige Zeit vorher warnt. Ja, kann man haben, muss man nicht haben. Sicherheit, Gefahrguttechnik. Das ist ein Punkt, den würde ich nämlich jetzt als nächstes lernen. Damit können wir eine Umweltstation und ein Atomlager bauen. Können wir nicht forschen? Ach so, wir brauchen erstmal dieses Lagerhaus vorher. Allgemeines Lagerhaus. Und jetzt reichen die Punkte nicht mehr. So, dass ihr auch mal seht, was es noch gibt. Als nächstes wäre jetzt hier in der Kategorie Kolonie. Andenken, bequemes Wohnen. Hier wird es jetzt ein Haus, ein zweigeschossiges Haus geben. Da könnte man jetzt auch drauf machen. Produktion. Hier sind wir in der Energieabteilung. Da ich die noch gar nicht angefangen habe, sag mal, ist das für mich jetzt hier in Stufe 2 erstmal unwichtig. Nahrung. Ja, da können wir auch noch einige Punkte investieren. Fortgeschrittene Landbau. Geschützte Nutzpflanzen in einem Gewächshaus. Ja, Nahrung ist auch so ein wichtiger Punkt, welcher natürlich bei Katastrophen enorm wichtig ist, dass die Leute wirklich auch nicht verhungern. So, wir haben jetzt eine Produktion von 60, einen Verbrauch von 43, einen Ausgleich von 17. Das ist jetzt gar nicht mal so viel. Metall ist verbraucht. Gehen wir mal schauen. Hier haben wir den Schürfzug. Hier haben wir noch 34 Metall. Hier drüben haben wir noch einen Schürfzug. Haben wir hier weiter hinten Metall 91. Das ist ein enorm langer Weg. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man das wirklich bauen. Aber ich sehe gerade, sehr viel gibt es hier nicht mehr in unserer Nähe. Das müssen wir einfach nehmen. Ja, eine Straße könnte man jetzt auch bauen. Dann sind die natürlich viel schneller unterwegs. So, wartet. Hier machen wir einen weg. Bei so einem langen Weg, da tun wir nur einen. Und hier haben wir auch zwei drin. Es gibt noch Tiefbohrungen. Oder wie sieht das Land auch zu erforschen später noch? Die Weltkarte blinkt. Einer ist wieder bereit. Er ist hier zu Hause angekommen. Ja, er hat eine Feuerkraft von 4. Könnten wir ihn doch eigentlich jetzt hier hochschicken? Kleiner Sieg. Ja, da schicken wir ihn mal in die Nähe davon. Oder haben wir den vorhin übersehen? Ich weiß es nicht. So, lasst uns mal hier Elektronik bauen. Es soll ja auch vorangehen. Ich lasse auch mal Stufe 2 laufen. Dass die Tage verschreiten, dass es vorangeht, dass neue Meldungen kommen. Wir können bauen ein Solarmodul, eine Windturbine und ein Akku-Paket. So, ein Akku-Paket braucht Holz, Blech und das sind Komponenten. Haben wir 18 Stück. 5 Stück benötigen wir.
Das ist wichtig, das brauchen wir erstmal. Das tun wir jetzt hier oben hinsetzen. So. Bretter sind aufgebraucht. So, weitere Spezialisten sind einsatzbereit. Schauen wir durch. So, wartet mal. Quatsch. Falsche Richtung. Er soll dahin. Dumm gelaufen. Er soll dann mal hier hoch. Er hat jetzt keine Punkte. Okay, okay. Und was gibt's hier? 33 Bekleidungen. Er holt sich Medikamente. Mal schauen, wie viel er mitbekommt. Oh, nicht viel. 3 Stück. Das ist ja ein Witz. Ja, tut einen großen Sieg davon tragen. Kampf um die Forschungspunkte. So, 400 gibt's. Wahnsinn. 400. So, Elektronik, da waren wir stehen geblieben. Windturbine. Ich guck mal kurz nach den Baumaterialien. Windturbine ist natürlich immer besser. Die kann sich immer drehen. Solarmodul halt nur bei schönem Wetter. Ja, verbraucht natürlich auch richtig viel hier von den, ich hab schon vergessen, Komponenten, 8 Stück. Wir bauen jetzt hier mal eine her. Zwei Lagerstätten sind leer, baufertiggestellt, spezial einsatzbereit. Baumaterialien nicht ausreichend für Windturbine. Okay, was reicht denn da nicht? Ach hier, die haben wir gar nicht, diese Schrauben. Die Teile. Oh. Da geht's ja los. Mal Windturbine. Ja, da müssen wir erstmal das Solarpanel bauen. Tun wir das mal abbrechen hier. So, wartet. Einer, der muss zurück. Ja, hier. Reicht noch nicht. Jetzt geht's weiter. Er wollte Forschungspunkte mopsen. Schauen wir, wie viel er kriegt. 250. Sehe ich das richtig? Ja. 380 haben wir jetzt. Sehr schön. Hier gab es Bekleidung. Hier muss noch erkundet werden. Hier gibt es ebenfalls Forschungspunkte. So, was hat man mit ihm vor hier? Ich glaube auch hier oben kämpfen, oder? Kleiner Sieg. Schickt man den mal hierher. Ach, noch mehr Forschungspunkte. Also jetzt können wir wirklich forschen, wenn wir die alle holen. Er hat jetzt 3 Medikamente. Lass mich ihn mal zurückflitzen. So, müssen wir da jetzt noch ein Kabel ziehen? Kapazität 2000. Zustand 100%. Aber Kabel und sowas gab es gar nicht.
So, unser erstes Solarmodul sieht ziemlich schäbig aus, aber wir schauen mal. Energieproduktion 8. Das Produzieren ist hier auf jeden Fall ein Plus dahinter. Und ja, sehen wir denn jetzt, was er gespeichert hat? Ich hätte gedacht, hier kommt noch ein Balken. Müssen wir beobachten. Eine Gruppe Überlebender ist am Tor angekommen. So, wir haben 8 Erwachsene, 5 Kinder. Logo, die nehmen wir an. Unsere Stadt soll wachsen. Das heißt, gleich ein Wohnhaus noch bauen. So, ein Wohnhaus. Zwei Kolonisten sind jetzt erwachsen. Jetzt haben wir 22 Träger, Wahnsinn. Jetzt können wir mal die ganzen Anlagen durchschauen, dass wir hier auch alle ausgelastet haben. Wir haben den Schneider, Nahrung sieht gut aus, Wasser. Der produziert Kleidung, haben wir 20, das läuft. Werkzeugladen produziert Werkzeuge. Haben wir 52, das passt. So, die Schule ausgelastet. Der Bunker, haben wir noch 4 Medikamente drin. Lagerhaus. Sägewerk, können wir auch einen zweiten noch reinpacken. Und der hat, ja, der arbeitet schon grenzwertig. Alle Bäume sind weg. Ja, passt auf, dann bauen wir doch gleich noch, wenn es geht, die Aufforststation. Den Förster. Ja, Bretter, Stoff und Zement. Ich setze den jetzt mal einfach hierher. Wir können bestimmt auch später den Radius anpassen, aber ich will den jetzt nicht so nah an die Ortschaft setzen. Ach, hier ist diese grüne Pampe. Das wollten wir noch erforschen, dass man das beseitigen könnte. Tja, Akkupaket. Funktioniert das nun? Funktioniert es nicht? Lässt mir keine Ruhe. So ein Wohnhaus. Jetzt wird es langsam nämlich eng mit dem Überblick, ob wir genug Wohnhäuser haben. Hier haben wir unser Kochhaus. Die Nahrung, die steigt. Fleisch mal 100, Sojabohnen haben wir 72. Wild und Fische passt. Das läuft. So, los. Wissenschaftspunkte ausgeben. War, wo waren wir bei Sicherheit war? Gefahrentechnik. Kommt gleich das verstärkte Tor. Aha, werden ausführlicher befragt. Ja, wir machen das mal mit.
So, dann besorgen wir uns weitere Forschungspunkte. Wahnsinn. So, Banditenlager. Da gibt es Forschungspunkte. Wer ist noch frei? Er hier. Ich will mal schauen, wie groß ist denn eigentlich noch die Map? Die ist schon noch gewaltig. Oh ja, nach hier drüben wirklich. Noch riesig, ich denke mal 10-15% haben wir jetzt aufgedeckt. So, Nahrung, da wollten wir unbedingt weitermachen. Eine Insektenfarm geht nicht. Wir müssen hier weitermachen. Mittleres Feld, großes Feld. Jetzt können wir die Insektenfarm oder das Gewächshaus. Insektenfarm klingt super. Insektenfarm. Komm, da schauen wir gleich mal nach. Insektenfarm. Da brauchen wir zwei Komponenten. Blech und Beton. Ja, hätten wir alles. Oh, die ist aber groß. Unsere Insektenfarm. Wo bauen wir die hin? Vielleicht hier oben mit, an den Krater. So schön drehen. Ja. Das wird toll hier oben. So, Baumenü. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das jetzt freigeschalten haben. Dieses Atomlager, beziehungsweise wo sich das befindet. Ja, Atomlager. Das können wir auch schon bauen. Ich würde sagen, hier werden wir auf jeden Fall das entsorgen. Dann bauen wir es auch gleich auf diese Seite rüber. Achso, Atomlager kann ja eigentlich etwas außerhalb hier. Atomlager und wenn wir schon am Bauen sind. Was ist denn jetzt? Umweltstation. Brauchen wir 10 Komponenten. 3 Stück haben wir. Oh Mann, die haben wir nicht. Die müssen wir auf der Weltkarte, denke ich mal, suchen. Banditenunterschlupf. So, wir klauen erstmal weiter unsere Forschungspunkte. Noch? Jungs. Ja, hier. Er hat nichts mehr. Ist ausgeklaut. Aber er kann hier anfangen. Mal für Ordnung zu sorgen. Ja, inzwischen haben wir da richtig viel zu tun auf der Weltkarte. Das ist gut so.
So, 56 Kolonisten. Da würde ich auch langsam sagen, es wird Zeit für größere Felder. Die Umweltstation, die konnten wir noch nicht bauen. Die braucht 12 Strom. Ein radioaktiver Niederschlag kommt. Der Himmel verwandelt sich von einem strahlenden Blau zu einem giftigen Grün und die Luft scheint in deine Lungen zu brennen. Das sind die ersten Anzeichen einer drohenden Gefahr. Die intensive Strahlung stellt während des radioaktiven Niederschlags sowohl für die Kolonisten eine ständige Bedrohung dar und sie können an den Folgen sterben. Auch alle Nutzpflanzen werden eingehen und von der und vor dem Ende des Niederschlags kann nichts angepflanzt werden. Schwere Fälle von Strahlenkrankheit und Durst belasten jeden extrem. Lege Vorräte von Jodtabletten an, um schnell die Strahlenkrankheit zu heilen. Und Sanitäter soll man einsetzen. Oh Mann, okay. Aber das dauert noch 2 Tage. Gut, dann brauchen wir jetzt auch kein Feld hier, aber hier unser Gewächshaus. Das ist gut. So. Was bauen wir da an? Wachstum schnell, Ertrag niedrig. Wachstum mittel, Ertrag mittel. Bauen wir die Würmer an. Die Mehlwürmer. Ja, ich würde sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Warten wir in der nächsten Folge auf den radioaktiven Niederschlag. Und ja, dann schauen wir einfach, ob wir überleben. Und wie es dann weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ihr seid Lara wieder mit dabei. Macht's gut. Bis später.